Kinder, ich bin überwältigt von dieser Botschaft, die ihr heute gebracht habt. Wunderbar. Eigentlich ist nichts mehr zu sagen. Wir haben alles gehört, wir haben alles erfahren. Alles, was in dieser wunderschönen Nacht dort in Bethlehem passiert ist. Und doch will ich ein paar Gedanken uns weitergeben. Wir haben eine gute Botschaft überschrieben. Gott hat zu vielen Menschen in dieser Nacht gesprochen. Ich werde heute nur drei Menschen oder eine Gruppe von Menschen rausholen. Was hat Gott zu diesen Menschen gesagt? Welche Botschaft war da? Wie haben die Menschen oder die Gruppe von Menschen das aufgenommen? Das erste hat Gott zu den Sterndeuter gesprochen. Es war ganz weit weg. Im Osten sagt uns die Bibel, es war ganz weit weg, hat Gott zu den Sterndeutern gesprochen. Wir wissen nicht, wo sie wohnten, weit weg in China oder in Mongolei oder in Babylon, wo auch immer sie waren. Aber Gott hat zu diesen Menschen gesprochen. Und sie, das waren Menschen, das waren besondere Menschen, man kann sagen, das sind Astronomen oder Planeterforscher oder Sterndeuter. Und die haben immer beobachtet den Himmel. Und eines Tages haben die Menschen einen Stern gesehen. Und lasst mal hören, was da passiert worden ist. Matthäus 2, Vers 1 bis 2 sagt uns dieser Evangelist. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Nochmal, die Menschen da, die haben einen Stern gesehen. Und dieser Stern war ein ganz anderer Stern. Plötzlich am Himmel haben die einen Stern, der ganz anders war. Und die haben gedacht, das muss doch was sein. Und da haben sie bestimmt dran gedacht, an irgendwelche weite Prophezeiung. Da war ein Mann aus Babylon mal gekommen und er wohnte nicht weit von dort. Und er hat erzählt, vor vielen Jahren, wo Jesus geboren wurde, es war ungefähr noch 1500 Jahre zurück, da war ein Mann namens Biliam. Wir haben ihn nicht gesehen, oder? Und nicht gehört. Aber es war ein Mann. Ein Mann, er hieß Biliam, ein großer Prophet scheinbar. Er hat mal Dinge gesagt, gute, manchmal auch nicht gute, aber in diesem Moment hat er was Gutes gesagt. Und er hat gesagt, ein Stern wird aus Jakob kommen und er wird kommen und es wird ein besonderer Stern sein und er wird die Finsternis erhellen. Die Finsternis wird keine Finsternis mehr sein, wenn dieser Stern aufleuchten wird. Aber scheinbar in dieser Nacht war das ein ganz normaler Stern. War ein ganz normaler, aber die wussten, da ist was Besonderes. Und wir gehen und schauen mal nach, wo ist dieser König? Und wir wissen, Kinder, aus der Kindergeschichte schon oder aus der Kinderstunde schon, wie oft haben wir das gehört, oder? Stimmt's? Und die kamen, schaut mal, wir wissen nicht, 3, 4, 10, 20, wir wissen nicht. Die Bibel sagt uns nichts davon. Aber die kamen, die waren so begeistert von diesem Stern. Sie wollten diesen Stern sehen. Sie wollten gerne erleben, wo ist dieser Stern. Und irgendwann kamen sie nach Jerusalem. Sie dachten, in der Stadt, in der großen Stadt, wo der König wohnt. Wer wohnte damals in Jerusalem? Der König, wie hieß er? Wie heißt er? Herodes, genau, richtig, wir kommen gleich noch zu ihm. Er hieß Herodes und die dachten, beim Herodes in seiner Familie muss dieser Sohn geboren worden sein, oder? Normal schon. Und sie kommen nach Jerusalem, aber Herodes sagt, nee, weiß sie von nichts. Dieses Kind kenne ich gar nicht. Dieses Kind kenne ich gar nicht. Und die sind weitergezogen dann nach Bethlehem, wieder nach Osten, weiter. Und die kamen dann und sie sahen dieses Kind. Und der heißt Jesus. Er heißt Jesus. Dieser Stern heißt Jesus. Sie haben den Stern gefunden und sie haben den Stall gefunden und sie haben das Baby gefunden. Und Jesus wird eines Tages auch sagen, ich bin das Licht der Welt. Später in Johannes Kapitel 8, Vers 12
Lass uns mal zusammen lesen. Sagt Jesus eines Tages, wo die Menschen um ihn herum waren und fragten, sie suchten nach diesem Stern. Wo ist dieser Stern? Wo ist dieses Licht? Und er sagt, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jeder, der heute Jesus gefunden hat, der braucht nicht mehr in der Finsternis sein. Jawohl, richtig. Aber er sagt, wer mir nachfolgt. Es ist nicht einfach so, dass wir den Stern gefunden haben, aber er will, dass wir nachfolgen. Was heißt nachfolgen? Was heißt jemand nachfolgen, meine Lieben? Okay, Erik? Richtig, hinterherlaufen. Zum Beispiel, komm mal nach vorne, Erik. Zum Beispiel, Erik ist mein Leiter. Kinder, schaut mal ganz genau. Er geht und ich gehe ihm nach. Er steht und ich stehe auch. Er geht weiter und ich gehe weiter. Stopp. Wunderbar. Aber du bestimmst eigentlich. Okay. Das heißt nachfolgen. Und Jesus hat gemeint hier, wer mir nachfolgt, wer mir nach mir geht, wer alles das tut, was ich gesagt habe, der wird im Lichte leben. Der wird nie in der Dunkelheit bleiben. Und das ist so toll, ne, für uns heute. Der wird nie in der Dunkelheit bleiben. Und Jesus hat mal später auch gesagt, in Matthäus Kapitel 5, er hat gesagt, ihr seid, die mir nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt. Und heute tragen wir das Licht, das in uns heute brennt für Jesus. Das tragen wir dorthin, wo dunkel geworden ist, wo Menschen Jesus nicht kennen, wo Streit in der Familie ist. Dort tragen wir das Licht. Okay, Kinder, das ist wichtig. Sehr wichtig. Okay, jetzt will ich zum Zweiten kommen und der hieß Herodes. Dieser König Herodes, wir kommen mal zu ihm und da lesen wir in Matthäus 2, schaut mal, er fragt da jetzt, die Weisen sind gekommen und er fragt, wo? Und sie fragen ihn und er fragt, wo soll der wirklich geboren worden sein? Als der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen, genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbiete. Meine erste Frage, Kinder, warum ist Herodes erschrocken? Wow. Jawohl, super, wer weiß, okay. Er wollte König bleiben. Er wollte König bleiben, er wollte kein anderer König mehr, was ich habe, ne? Er dachte, ich bin der Starke und kein anderer wird jetzt mal herrschen, ich werde herrschen. Und ein Kind, nee, das geht nicht. Ich kenne keinen König, obwohl die Bibel oft gesagt hat, dass eines Tages der Messias kommen wird, der König über alle Könige. Aber in dem Fall ist der König Herodes erschrocken. Und schaut mal, und ganz Jerusalem mit ihm, da bin ich stehen geblieben. Er ist erschrocken. Und genau was wir gerade gehört haben, wisst ihr, warum noch? Weil er ein böses Herz hatte. Stimmt's? Menschen, die ein böses Herz haben, die erschrecken, denen geht es nicht gut, wenn sie hören von Gott oder von Jesus, denen geht es nicht gut. Kinder, noch eine Frage. Habt ihr uns gefreut, wenn wir gehört haben, dass wir ein Bruder oder ein Schwesterkind bekommen haben in unserer Familie. Haben wir uns gefreut oder waren wir erschrocken? Oder waren wir böse? Ja. Haben wir uns gefreut, bestimmt? Ja. Ja. Oder wenn wir noch hören, dass es bald kommen wird, freuen wir uns schon jetzt, oder? Ja. Stimmt's doch. Das ist normal. Wir freuen uns, dass ein Baby auf diese Erde oder in unserer Familie sein wird. Aber hier schaut mal der König. Er sagt, nee, das will ich nicht haben. Ich will diesen König, neugeborenen König, nicht haben bei mir. Und noch ganz Jerusalem. Wow. Die ganze Stadt, viele Menschen, die haben gesagt, nee, wir wollen diesen König nicht haben. Obwohl Gott gesagt hat, es wird kommen, einer, der wird euch retten. Von was? Von was soll Jesus die Menschen retten? Wer weiß, Kinder? Bitteschön. Wow, von den Sünden, von den Sünden. Weil die Bibel sagt, wir sind alle schuldig vor Gott geworden, oder? Wir sind alle von Gott abgehauen. Es gibt keinen Gerechten, es gibt keinen Guten, der sagen kann, ich bin gut und dass wir eines Tages bei Gott sein werden. Nein, Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt und wer dieses Licht
sieht und es aufnimmt in sein Leben, der wird Gott sehen eines Tages. Und das ist so einfach, oder? Dass wir Jesus in unser Leben reinlassen. Aber hier, der böse Herodes sagt, nee, 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 das geht nicht. Ich will es nicht haben. Und schaut mal, er ist so böse. Er hat gelogen. Er hat gesagt, zieht hin und sucht das Kind auf. Und dann, wenn ihr das gefunden habt, sagt es mir bitte, ich komme und werde das Kind auch anbeten. Und wir wissen, was er später gemacht hat, oder? Er hat so viele Kinder umgebracht. Ein böses Herz macht so viel Böses. Aber das sind wir nicht, Kinder, ne? Wir wollen genau wie Jesus sein. Wir wollen genau das tun, was Jesus getan hat. Bitte schön. Ich weiß, wenn sie Jesus nicht finden, dann hat er alle Kinder umgebracht. Genau. So böse. Anstatt eins Kind hat er es nicht gefunden, hat er so viele, hunderte Kinder umgebracht. So ein böses Herz, ne? Okay, wir gehen mal zur dritten Gruppe und das waren die Hirten. Und das lesen wir in Lukas 2. Das waren die Hirten. Wir haben gerade, ihr Jungs, ihr wart gerade dabei, oder? Wo das Baby geboren wurde. Okay, jetzt schauen wir die Hirten nochmal an. Und es steht in Lukas 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Sie bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und siehe, ein Engel des Herrn, zweimal, okay? Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Heiland, der in der Stadt Davids, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windel gewickelt, in der Krippe liegen. Das ist eine tolle Botschaft, ein tolles Zeichen. Ne? Irgendwo geht mal hin nach Bethlehem. Und Bethlehem war ein kleines Dorf. Und dort sucht mal ein Kind, der in der Krippe liegt. Toll. Welche Krippe? Eine Krippe war damals im Stall. Nicht zu Hause. Wir haben gerade gehört, dass Josef und die Maria, sie kamen, sie haben angeklopft und da war nirgendwo für sie ein Platz. In einer Herberge. Keiner wollte sie reinlassen. Aber dann haben die dort in einer, ja, in einer Höhle oder in einem Stall eine Herberge gefunden. Und dort ist Jesus in diesem armen Stall geboren, einer Krippe. Dort, wo die Schafen ihr Futter haben. Dort, wo vielleicht gestunken hat, nicht so gut gerochen hat, Kinder, stimmt's? Aber Jesus kommt genau dorthin. Jesus kommt genau dorthin, wo oft in Menschenleben, in Menschenherzen nicht so gut riecht. Wo Menschen vielleicht schuldig geworden sind, wo Menschen Dinge getan haben, wo Menschen wissen ganz genau, ich brauche Jesus. Und da in dieser Krippe wurde Jesus gefunden von vielen, vielen, vielen Hirten. Zuerst haben die es nicht verstanden, warum und wieso dieses Baby musste in der Krippe liegen. Aber das waren die Hirten. Wisst ihr, die Engel haben nicht gesagt, in Jerusalem, sucht in Jerusalem. Und dieses Kind ist nicht in Jerusalem, in einem Königpalast geboren. Dort, wo die Hirten hingekommen waren, dort ist keine Tür gewesen und jeder konnte reinkommen. Und so ist heute Jesus. Jeder darf kommen. Jeder darf kommen. Die Hirten sind reingekommen. Sie sind auf die Knie gefallen. Sie haben angebetet. Und sie haben das Schönste in dieser ganzen Geschichte, was mir sehr oft gefällt, wenn ich diese Geschichte lese, da wird gesagt, sie haben es kapiert. Und was haben die getan? Was haben die getan? Sie sind raus und sie haben überall erzählt, überall, wo sie hinkamen, sie haben die tolle Botschaft weitererzählt, dass Jesus, der Messias, geboren wurde. Und das haben viele Menschen in Israel gehört, weil die Hirten es verstanden haben. Und das ist, was wir heute brauchen, auch in Freudenstadt, dass wir das verstehen. Gott ist nicht weit von uns Menschen. Gott ist Mensch geworden. Für viele Menschen ist Gott weit weg, irgendwo im siebten Himmel. Es gibt keinen siebten Himmel. Es gibt nur den dritten Himmel. Und Gott wohnt dort, ja. Aber Gott ist uns so nahe gekommen, dass er mit uns reden. Heute will mit jedem Menschen. Und Weihnachten, es ist dort, wo Menschen Jesus
einladen. Weihnachten ist dort, wo Menschen in den Herzen von vielen, vielen Menschen geboren worden ist. Dort ist Weihnachten. Gott will in jedem Herzen heute Weihnachten haben. Leider wird oft es heute in Heiligabend Familie, Gemeinschaften, wird Geschenke ausgeteilt, wird vieles erzählt, gute Dinge, aber Jesus ist oft nicht dabei. Aber so ist es nicht bei uns, Kinder, okay? Wir feiern heute wirklich, heute Abend, er wird in der Nacht geboren, wissen wir nicht, in dieser Nacht oder nicht, spielt keine Rolle, aber wir feiern Jesus' Geburtstag. Und das ist wichtig, was wir heute wissen davon. Wenn wir das verstehen, dann heißt es mit anderen Worten, wir sind angekommen. Wir sind zu Hause, wir sind beim Vater in seinem Hause angekommen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir ankommen. Die, die vielleicht heute noch nicht angekommen sind, die heute nicht genau wissen, ob sie angekommen sind oder nicht. Das ist die beste Botschaft, die ein Mensch heute hören darf. Jesus ist geboren. Jesus ist geboren, damit wir heute mit dem Vater im Himmel Gemeinschaft haben. Aber er ist nicht nur geboren, er ist auch gestorben. Und das ist die Botschaft, die so wichtig für jeden Menschen ist. Jesus ist gestorben am Kreuze von Golgatha. Und er ist für unsere Schuld und Sünde gestorben. Aber er ist nicht im Grabe geblieben, meine Lieben. Das ist die Botschaft, die zu Weihnachten auch sehr wichtig weitergeben werden muss, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und darum ist er heute mitten unter uns. Ne? Haben wir gesungen, haben wir gebetet und das glauben wir alle, oder? Er ist mitten unter uns. Und ich wünsche in diesem Sinne uns wirklich frohe Weihnachten, wenn Jesus in unserem Herzen geboren ist, wenn wir ihn eingeladen haben, wenn wir gesagt haben, Jesus, komm, dann ist Weihnachten in dessen Herzen und in diesem Haus. Seid gesegnet, Kinder, ihr alle und auch alle, die diese Botschaft gehört haben. Ich will noch beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so gut mit uns bist. Dass du diese Botschaft uns heute, in diesem Jahrhundert, wirklich für uns gesagt hast, dass wir es geglaubt haben und dass wir heute es wirklich in unserem Herzen festhalten. Du bist gekommen, damit wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Danke, Jesus. Danke von ganzem Herzen für diese Botschaft, die heute in der ganzen Welt gepredigt wird und viele Menschen glauben daran. Vater, und ich bete, dass jeder von uns heute Abend diese Botschaft wirklich ernst nimmt. Dass Jesus gekommen ist. Jesus, ein Baby, ein Kind auf diese Erde gekommen. Aber er wird nochmal kommen. Er wird nochmal kommen. Und er wird nicht als Baby kommen. Er wird als König über alle Könige kommen. Für manche wird er der Heiland sein. Für manche ist er wird er der Richter bleiben. Vater, ich bete, dass heute und jetzt Menschen in diesem Saal wirklich das verstehen. Ich bete, dass dein guten Samen in jedes Herz fällt, in Kindesherz und auch in jedes erwachsenes Herz. Lass uns das verstehen, dass wir dich brauchen, Jesus. Dass wir dich dringend brauchen. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass wir es im Glauben auch aufnehmen dürfen. Und wenn du mit mir heute beten willst, kannst du still oder leise oder laut mitbeten in deinem Herzen. Wenn du diese Botschaft verstanden hast, dass Jesus für dich auf diese Erde gekommen ist, dass er für dich geboren ist, dass er für dich am Kreuze von Golgatha gestorben ist, dann darfst du einfach mitbeten in deinem Herzen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist für uns Menschen, auf diese Erde. Danke von Herzen, dass wir das gehört haben und dass wir heute jetzt glauben dürfen. Danke, Jesus, dass du für unsere Schuld, für unsere Sünden ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du bezahlt hast, deinen vollen Preis. Danke, dass du aber auferstanden bist. Und dass du lebst und dass du heute mitten unter uns bist.
Und ich empfange dich, nehme dich auf in mein Leben. Und ich bete, dass du mir hilfst, dir nachzufolgen, jeden Tag aufs Neue. Und ich bete, dass du mir hilfst, dir auf dich zu warten. Du wirst bald kommen. Darum brauche ich deine Kraft. Jeden Tag aufs Neue. Ich warte auf dich, Jesus. Und ich danke dir, dass du mir hilfst und dass du mich segnest. Danke. In Jesu Namen, Vater. Amen. Amen.